Jetzt muss er zum Beispiel anstehen. Und Schumacher schmeißt das Auto weg! Das gibt's ja nicht! Schumacher ist draußen, Marc! In der dreckigen Schikane, wie schon zwei vor ihm. In Führung liegend! Also hier kommt's! Eingang normal. Und dann bricht ihm das Heck aus. Oh. War einfach ein bisschen zu schnell. Anders kann ich das nicht analysieren. Mika Häkkinen sagt Dankeschön. Und Fassungslosigkeit wohl nicht nur beim Fahrer. Botti Irvine, den kann er nicht halten. Oh! Böser Unfall. Ganz böser Unfall, das könnte einen Abbruch geben. Ist das Blanchiment? Das Blanchiment, ja, das Blanchiment. Den erster Teil von vor Blanchiment ist das. Er steigt aus. Er steigt aus. Oh, halt, das ist Irvine. Das ist Irvine. Wo ist Botti? Der liegt da unterm Reifenstapel. Safety Car braucht es dringend. Mindestens ist jetzt bestätigt. Are you okay? Das ist der Funkspruch an Botti. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, auch Hamilton geht vorbei. Vettel explodiert in Korea. Nix Visibility. Ach, Doppelausfall Red Bull. Da fliegen noch die Teile über die Fahrbahn vom Motor. Ich nehme an, schau mal, der hat es richtig zerrissen. Er sprach am Samstagmorgen davon, den Wagen zu schonen. Auch die sind am Anschlag mit den Motoren. Nix Alonso und Probleme. Vettel zerreißt den V8. Gelb logischerweise, Auto brennt, ein Feuerlöscher wäre jetzt nicht schlecht. Unfall, oh. Glock ist es. Uiuiui. Der war aber böse. Der ist in die Boxenmauer eingeschlagen, so wie es aussieht. Und das ist hier bei Start und Ziel gewesen. Riesenunfall von Timo Glock. Der ist zu weit rausgekommen. Oh, es bricht die Hinterradaufhängung. Unschuldig, Timo Glock. Und jetzt aber geht's ab in die Mauer. Ja, und das ist ein böser Unfall. Der bewegt sich zwar im Auto, aber da muss ein Doktor her und ein Safety Car kommt. Holt das Safety Car raus und kümmert euch um den Timo jetzt. Der bewegt sich im Auto, hat das Visier geöffnet, aber ist nicht in der Lage, selber auszusteigen. Und wenn du so rückwärts einschlägst, dann haust du nicht den Kopf richtig an, ne? Mich erinnert das an Ralf Schumacher, du. Ja. Teile liegen da natürlich auch bei Start und Ziel auf der Strecke. Aber jetzt geht es erstmal um die Gesundheit von Timo Glock. Marc, da ist die rechte Aufhängung weggeklappt. Ja, zack, ja, die innere ist. Der Toyota hat damit schon häufig Probleme gehabt. Und jetzt sind endlich Doktoren da. Und ob er sich... Unfall gegen einen Lotus. Er ist okay. Safety Car ist draußen. Webber bewegt sich auf jeden Fall mal, schmeißt das Lenkrad raus. Das war noch schlimmer als in der GP2. Komm, bleib erstmal sitzen. Über Kovalainen ist er geflogen. Derweil kommen Kubica, Button und Barrichello in die Box. Jetzt gibt es auch noch Boxenalarm, aber uns ist der Zustand von Webber jetzt zunächst mal wichtig. Der kann selber aussteigen. Das sind die schönsten Bilder des Tages. Ja, ja. Dass er da ist er ziemlich heftig da noch in den Reifenstapel. Der Überschlag, klar, der sieht spektakulär aus, ist aber nicht so gefährlich. Aber Michael bleibt draußen. Eine weitere Runde. Na, was für ein Chaos. Jetzt wieder Achtung außen. Wer bleibt länger auf dem Gas? Mein lieber Mann, Schumacher ist vorbei. Das ist ja sensationell. Beinahe haben sie sich berührt.
Da hat der Coulthard nicht geglaubt, dass der andere außen reinzieht. Und jetzt ist er innen und eine Berührung ist... Oh, die haben sich, glaube ich, sogar leicht berührt. Möglicherweise haben sie sogar leicht berührt. Sensationell, dieses Manöver. Und hier fliegt Hamilton ab. Das war live und das war der Schlusseinschlag. Wir Ihnen schon die erste Zeitlupe. Genau, da sehen Sie es. Ja gut, das war dann nicht mehr so hart, weil da zum Glück ja Reifenstapel sind. Nein, Schumacher! Was macht er? Ist eingeschlafen da vorne an der Spitze. Warte. Achtung! Das gibt's ja nicht! Was macht er denn? Was macht er denn? Hier! Da hat er... Da war unvorsichtig. Das ist ein reiner Fahrfehler. Macht einen Fahrfehler mit einem Vorsprung von 26 Sekunden. Stell dir mal vor, der Motor wäre dabei weggegangen. Unachtsamkeit, schlicht und einfach. Aber... Er hat's gerettet! Es gibt's ja nicht.